dass die Maus tatsächlich wieder laufen kann, damit haben wir damals überhaupt gar nicht gerechnet. Wir müssen die Mäuse täglich überprüfen. Ich hatte die rausgenommen, hatte die auf der Hand und habe plötzlich gesehen, dass sie die Beine doch sehr, sehr stark bewegt. Und das hat mich dann tatsächlich überrascht. Und dann hatte ich die erstmal auf den Tisch gestellt und dann tatsächlich gesehen, dass die Maus wieder Schritte machen kann und tatsächlich wieder laufen kann. In general, results or treatments that you develop in mice can normally not one-to-one transferred to human beings. So there is still a lot of work ahead of us that needs to be done. And right now we cannot guarantee that it works in humans. But what we did is we at least showed that in principle, functional regeneration can occur after complete spinal cord injury, and I think that's certainly very nice and something we are very happy about.